So, wieder oben. Yep. Okay, und jetzt darüber. Ja, hier waren wir bereits. Wir müssen eigentlich bloß dort rüber. Einmal nach ganz oben. Ich meine, hier ist ja nichts los, ne? Also keine Leute unterwegs, nischt. Das macht ja schon viel Spaß, dann mal so ein bisschen auszutakten, ohne irgendwie in Zeitdruck zu geraten. Oh, das war knapp, mein Freund. Das war sehr knapp. Sind wir schon wieder so weit gekommen? Jetzt möchte ich auch nicht mehr sterben. Wo war das? Da vorne. Das heißt, einmal rum. Dann darum. Hierum, darum. Lirum, larum, Löffelstiel. Was ich will, das ist nicht viel. Ich will bloß diese Schatztruhe haben. Das wäre schon nice. So, hoch mit dir. Und dann gucke ich mir das nochmal genau an, wo wir dort genau hin können. So, hopp. Was bitte war das? Ezio, du machst mich fertig. Und das meine ich ernst. Da ist er einfach mal neben das Stäbchen gesprungen. Die sind doch so einfach zu erreichen. Also ich hätte das geschafft. Definitiv. Und dann kommt irgend so ein dahergelaufener Nichtskönner-Assassine und macht gar nichts. Nein, er ist ein super Kerl. Mit ihm haben wir jetzt viele Abenteuer schon erlebt und werden noch viel mehr erleben. Bin echt gespannt. So, jetzt aber. Komm. Hoffentlich sterben wir, wenn wir runterfallen. Bin auch extrem vorsichtig im Moment. Genau, oben rauf, hier hin. Und jetzt gucke ich mir das nochmal an. Wir werden da rüberspringen, dann kommen wir dahin. Zu dem Kronleuchter kommen wir dann aber nicht. Und das ärgert mich. Was ist das da drüben? Was da glitzert und blinkt und macht und tut. Ich möchte das gerne herausfinden. Für irgendwas müssen doch diese Strebebalken auch gut sein. Ich würde jetzt an dieser Stelle gerne abspeichern und dann immer wieder probieren, aber das ist ja auch doof. Und da kommen wir nicht hin, weil da eine Flagge ist. Wir werden erstmal weiter. Was soll's. Scheibenkleister, wir müssen auch mal vorankommen. Andere Seite. Andere Seite. Da hoch. Genau, Checkpoint erreicht. Obwohl, von hier ist es einfacher, das da hinten zu erreichen. Ja, ich will's haben, Mensch. Ich will's haben. Nennt mich gierig, nennt mich der gierige Bisu. Aber ich will es haben. Nee, warte. Wenn wir runterfallen, dann sterben wir nicht. Und dann müssen wir das Ganze wieder von unten hochlaufen. Das gefällt mir nicht, das mache ich nicht mit. Oh Gott, das war knapp. Ja, man sollte ein bisschen vorsichtig mit dem guten EC umgehen. Der macht nicht immer das, was man gerne möchte. Oh, hopp. Ah, es war knapp. Oh. Ah, hier weiter. Jo. Wir sind auf der anderen Seite. Aber hier kommen wir nicht weiter, kann das sein? Ah. Aber jetzt sind wir auch nicht weiter als vorher. Da müssen wir hoch. Oh Gott. Wie kommen wir denn da hin? Von hier aus können wir doch nirgendwo nach oben gelangen.
Ach, ja, für Blinde wurde es aufgemalt. Nein. Ja, ich hab's gemerkt, ich hab's gemerkt. Einfach die Backsteinmauer hier hoch. Er ist ganz schön gelenkig. Der Gute. Aber wie kommen wir jetzt dahin? Einmal rum, ja. Hier hoch. Schön vorsichtig jetzt, mein Freund. Schön vorsichtig. Ich möchte nicht, dass du runterfällst. Das sieht gerade sehr, sehr beängstigend aus. Komm hoch. Oh Gott. Wir sind oben angekommen. Dann wollen wir mal sehen, was das Assassinengrab verbirgt. Wir sollen den Sarkophag öffnen. Machen wir auf jeden Fall, nachdem wir hier sehr viel Geld mit eingelootet haben. Jo. Wir brauchen das Geld dringend, um unsere Stadt weiter zu verschönern. So, jetzt müssten wir alle, ja, Truhen geöffnet haben. Geht also zum Sarkophag. Sehr gut, das nächste Teil. Durchs nahe Fenster entkommen. Na, so nah ist es nicht, aber wir haben immerhin wieder was geschafft. 1250 Florin bekommen, insgesamt fast 10.000. Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Mit dem, was in der anderen Truhe ist, garantiert noch mehr. Ego-Perspektive. Jojo. Brauche ich nicht. Wir sind sowas von toll, wir kriegen das auch ohne Ego hin. Gut, wieder zurück in Florin und hier oben. Oh, gibt's auch noch was Schönes? Vielleicht haben wir hier sogar noch einen Aussichtspunkt, den wir entdecken können, müssen, dürfen. Nein, haben wir nicht. Aber da. Oh, das ist, glaube ich, unsere Chance, endlich mal den Aussichtspunkt da hinten zu bekommen. Gibt noch jede Menge mehr Florin. Oh, lecker. So, jetzt haben wir 3871 in der Villa. Gucken wir später. Ich will jetzt dort drüben auf den Turm rauf. Von dieser Kapelle aus könnten wir es sogar schaffen. Oh, eine Feder. Holen wir uns. Ah, du musst schon den richtigen Weg nutzen. Es ist ein ziemlich großes Gebäude, mal ganz ehrlich. Kommen wir da so hoch? Oh, aber nur mit Mühe. Okay. 500 Federn gesammelt. Ausgerechnet auf so einem Gebäude setzen die Federn. Meine Güte, wir sind hier auf einem der höchsten Gebäude der Stadt. Ja, mit dem Kreuz ist es garantiert höher als dieser Turm, den wir dort sehen. Der ist auch nicht gerade klein, auf dem waren wir, aber glaube ich schon. Hier geht ganz schön was ab, sage ich euch. Komm runter. Und dann gehen wir mal dort rüber. In der Hoffnung, den Aussichtspunkt zu entdecken, denn das ist einer der wichtigsten, der größten. Einmal bitte runterklettern. Komm, weiter runter. Willst du nicht, ne? Doch, jetzt will er. Einmal rüber und hier geht's weiter. Da ist ein riesiges Gebäude. Oh Gott, ey, flößt schon so ein bisschen Respekt ein, kann man nicht anders sagen. 9.688 Florin. Wir sind so gut. Und demnächst wird es noch mehr. Ob wir unseren Beutel irgendwie aufstufen müssen, dass wir mehr als 10.000 Florin tragen können, weiß ich nicht. Können wir aber später mal in Erfahrung bringen. Auf jeden Fall werde ich in erster Linie die Gebäude aufstufen, denn dann bekommen wir sowieso mehr Geld. Und dann können wir auch von dem Geld auch unsere Rüstungen zusammensparen. Dann wird das nämlich das geringste Problem. Haben wir noch irgendwo Truhen? Von hier aus sehe ich nichts. Hier sehe ich auch nichts. Sehr gut. Das heißt, wir verpassen schon mal nichts. Vielleicht haben wir hier oben noch irgendwas drauf. Ein Maler? Hallo, was machst du hier?
egal, was er hier gemacht hat, wir sind weg. Wir gehen einfach mal hier hin. Und vielleicht kommen wir von hier zu dem Turm. Oh, das wird sehr gefährlich, der Sprung. Aber wir könnten es schaffen. Unsere einzige Möglichkeit, endlich dort oben raufzukommen. Packen wir sie an. Oh Gott, es hat geklappt. Bitte, lass uns jetzt bis nach ganz oben kommen. Hey, wir können sogar in den Turm rein. Also, gucken zumindest. So, einmal außen rum. Auf dass wir hier irgendwas finden. Ja, an dem wir hochklettern können, da ist was. Das ist echt eine Herausforderung, hier hochzukommen. So, wir sind schon mal in dem Turm. Vielleicht finden wir noch mehr als nur eine Schatztruhe. 115 Florin. Wir gehen später über diesen Weg dann auch wieder rum. Aber ich will noch höher. Ich will viel höher hinaus. Da kommen wir nicht lang. Einmal nochmal runter. An der Strebe entlang. Und hier kommen wir wieder höher. Ja, 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 ja. Okay. Okay, okay, okay. Alles gut. Komm höher. Kommst da nicht hoch, ne? So geht's. Oh Gott, diese gefährlichen Sprünge. Ich hasse sie. Jagen mir immer so viel Respekt und Angst ein. Und hier werden wir nachher nochmal runtergehen. Das werden wir uns nochmal genauer angucken. Irgendwas wird da bestimmt von Interesse sein. Und von Wichtigkeit. Ausgezeichnet! Der höchste Punkt in Florenz gehört endlich uns! Sehr geil. Karte aktualisiert. Checkpoint damit erreicht. 15 von 73 Aussichtspunkten weltweit eingelöst. Sieht nicht so aus, als wenn es hier noch irgendwas von Interesse gäbe. Nee, du solltest, eigentlich solltest du dich runterschmeißen. Es war nicht gut. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber nicht schlimm, haben wir ja gespeichert. Alles gut. Ach, Hammer. Hammer. Gut, wir sind wieder auf dem Marktplatz. Und wir haben ein L? Was ist denn ein L? L. L. Das L ist oben. Auf dem Dach. L wie Luigi? Oder was genau soll es darstellen? Gehen wir mal hoch. So. Dann müsste das L hier sein. Aber es ist definitiv im Gebäude. Aber wie da? Da unten kommt man rein. Buongiorno. Oder ist L für Leonardo? Ach, L steht für Leonardo. Na gut, können wir unsere anderen Codex-Seiten mal entschlüsseln lassen. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ah, okay. Hoch, dann dasselbe umgekehrt. Prego. Okay, zwei Codex-Seiten entschlüsselt. Und hier haben wir auch den nächsten Auftrag. Hm, wollen wir den schon annehmen? Machen wir. Verhindern, dass die Verschwörer die Medici-Familie angreifen. Okay, Checkpoint erreicht. Damit auf zur Medici-Familie, die hier irgendwo in der Nähe sein müssen. Wo sind die Verschwörer? Wo ist die Medici-Familie? Kommen auf jeden Fall auf einen riesigen Marktplatz hinzu. Und hier soll irgendwas stattfinden.
Dort sind Lorenzo und seine Frau. Sie sehen aus wie Papa und Mama. Da ist Giuliano, Lorenzos Bruder. Aber wo ist Francesco? Dort ist er. Zeit für den Schlag. Crepa! Traditore! Giuliano! Nein! Nein, im Namen Gottes, ich flehe euch an um Gnade! Keine Gnade für dich, du räudiger Hund! Stirb! 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 Deine Zeit ist vorbei, Lorenzo! Deine ganze Familie wird durch mein Schwert fallen! Abschaum! Okay, dann wollen wir mal verhindern, dass der Gute stirbt. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Stirb! Stirb einfach! Hier stirbt keiner einfach. Ich brauche Hilfe!